Wir wollen uns jetzt mal die Seriendruckfunktion oder die Serienbrieffunktion in Microsoft Word 2010 anschauen. Die Voraussetzung ist dafür natürlich, dass wir eine Liste mit Adressen haben. Ich habe jetzt mal hier eine vereinfachte Excel-Liste mit Vorname, Nachname, Straße, Nummer, also Hausnummer und Postleitzahl und Stadt. Und wir wollen jetzt hier eben einen Serienbrief erstellen. Dazu gehen wir hier oben auf Sendungen, Seriendruck starten und machen das mal mit dem Assistenten. Wählen hier Brief aus. Ups, jetzt sind wir zu weit. So, aktuelles Dokument verwenden. Hier wollen wir reinschreiben. Wählen den Empfänger und den Empfänger wählen wir mit der Datei. Und die heißt bei mir Serienbrief XLSX. Und hier sollen wir dann die Tabelle auswählen. Das müsst ihr euch nicht verwirren lassen. Man hat in Excel hier immer drei Tabellen. Wir haben hier die erste beschriftet, also wählen wir hier die erste aus. So wird es bei euch in der Regel auch sein. Er erkennt hier also auch schon, was wir eingegeben haben und bestätigen das mit OK. Und jetzt können wir eigentlich fast schon loslegen. Wir gehen jetzt hier nochmal weiter, schreiben Sie Ihren Brief und können hier mit weiteren Elementen das ganz individuell machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Anschrift hier oben wollen, machen wir Vorname, Nachname, danach die Straße, die Straßennummer, die Postleitzahl und die Stadt. Also quasi alles. Müssen wir jetzt hier nur noch richtig formatieren. Hier ein Leerzeichen rein, die Straße in die nächste Zeile. Beziehungsweise kann man auch so machen. Die Nummer direkt nach Straße mit einem Leerzeichen. Postleitzahl und Stadt ebenfalls in die nächste Zeile und hier noch ein Leerzeichen rein. Dann können wir jetzt hier anfangen. Hallo, liebe. So, und jetzt wollen wir ja wieder das automatisieren hier. Wieder weitere Elemente einfügen. Vorname, Nachname. Ich bin dein größter Fan. Viele Grüße. Und dann den Namen einfach drunter. Okay, und jetzt weiß der, dass hier an diese Stellen genau die müssen mit dieser Liste ausgefüllt werden. Wir haben also drei Datensätze. Dann gehen wir hier einfach mal weiter. Vorschau Ihrer Briefe. Und dann sehen wir schon, jetzt füllt das komplett richtig aus. Rodrigo González, Pariser Platz und Postleitzahl und Berlin. Und wir schauen mal, ob das stimmt. Rodrigo González, der wohnt am Pariser Platz, genau. Also habe ich natürlich erfunden. Und hier wird auch Hallo lieber Rodrigo González eingefügt. Also die Leerfelder werden einfach ausgefüllt und ich kann hier einfach durch die Empfänger mal durchswitchen. Also alle drei werden hier korrekt eingefügt. So, und wenn ich das jetzt gemacht habe, eben kann ich den Seriendruck beenden, auf Drucken gehen und habe jetzt halt hier die Möglichkeit einfach den ganzen Datensatz zu drucken, entweder mit meinem normalen Drucker oder zum Beispiel kann ich auch ein PDF draus rechnen und das dann als E-Mail verschicken.